So Leute, Servus, TJ am Start wieder, ja. Ich hoffe, ihr seid auch so hart am Chillen wie ich. Heute wieder mal mit einem Fitnessvideo, man erkennt's. Und ja, heute geht's einfach mal drum, was ich denke, dass sehr viele Anfänger fragen: Wie oft trainiere ich welchen Muskel in der Woche? Ja, so dreimal, zweimal, welchen Muskel, wie oft? So, Hauptthema heute, so. Ich hoffe, man kann das sehen hier, dass ich da mit der Maus drauf rum, weil da markiere ich manchmal ein bisschen was. So, okay, pass auf. Folgendermaßen, ich mache das jetzt mal so. Wir haben hier, ich fange mit dem Rücken an. Wir haben hier den Trapeziusmuskel. Den kann man hier ganz gut erkennen eigentlich. Das ist der hier. Der Nackenmuskel und der obere Rücken ist da drinne. Ja, das ist Trapezius. Geht bis hierher. Und hier geht der obere Rücken mit rein. Trapezius gehört eigentlich, Trapezius und dieser obere Rückenmuskel, ja, der gehört eigentlich mit dazu, ja, und ich würde den kann man trainieren, und zwar mit der Übung, mit dem Rudern, Langhantelrudern im Stehen, ja. Wenn ihr da Fragen so habt, wie Langhantelrudern im Stehen geht, kann ich ja zu jedem Muskel, mache ich ja jetzt dieses 10 Ways, mache ich, wie man jeden Muskel trainieren kann, der kommt da sicherlich auch noch dran. Aber hier Trapezius und oberer Rücken würde ich empfehlen, eigentlich einmal die Woche heftig zu trainieren bis zum Muskelversagen. Nicht öfter, weil er doch noch zu den, ja, etwas kleineren Muskeln gehört. Und wer Nacken schon mal trainiert hat, der kennt's, da bekommt man leichte Kopfschmerzen von, wenn der Nacken hier Muskelkater hat, dann geht es bis in den Kopf hoch. Sehr unangenehm. Deswegen, ich würde empfehlen, einmal die Woche. Dann hier ist der Latissimus. Das ist hier ein bisschen unterer Rücken und Latissimus. Der untere Rücken, den kann man mit Kreuzheben. Das ist so eine Basic-Übung, die denke ich wird auch als nächstes in 10 Ways kommen. Werde ich mal zeigen, wie man das trainiert. Latissimus und unterer Rücken würde ich in einem trainieren. Geht auch meistens so klar. Da würde ich einfach gucken, dass ich den auch wirklich einmal die Woche trainiere und das auch wieder sehr hart mit viel Gewicht. Da werde ich auch noch mehr was sagen zu. Und hier sind wir dann schon im hinteren Schulterbereich. Hier, wo die 3 hier steht. Ich hoffe, man kann es erkennen, dass es eine 3 ist. Das ist die hintere Schulter. Und ja, die hintere Schulter, die sollte man vielleicht auch einmal die Woche trainieren. Ist sehr wichtig, merke ich nämlich gerade, wenn ich nur vordere, weil ich nur vordere und mittlere trainiere, aus Versehen eigentlich mehr. Und da passiert es, dass die Schultern vorne so ein bisschen überhängen. Deswegen hintere Schulter, bisschen kompliziert zu trainieren, da mache ich beim Schultervideo, zeige ich euch das natürlich dann auch, wie das funktionieren soll. Hintere Schulter einmal die Woche würde ich empfehlen, das zu trainieren. Das sind eigentlich schon die Muskeln, die jetzt auf der Hinternseite liegen, und jetzt kommen wir auch schon zur vorderen Seite, ja. So sieht die Vorderseite aus. Ich mache das mal so ein bisschen kleiner. So, so sieht es aus. Ich fange mal oben an. Hier ist der Nacken, den hatten wir ja schon dabei. Hier geht's los mit der Brustmuskulatur. Ich fange einfach mal damit an. Das ist auch ein großer Muskel, den ich eigentlich nur einmal die Woche empfehle zu trainieren. Ja, so Brust einmal die Woche hart trainieren oder zweimal die Woche hart trainieren. Kommt immer darauf an, was für Ziele ihr euch steckt. Einmal die Woche würde ich die ganzen Großmuskeln trainieren. So, ja. Und jetzt kommen wir zum Bauch, ja. Das ist dieser Bereich hier eigentlich, ja. Das ist komplett das hier. Da könnt ihr euch so ein Viereck rummachen. So sähe das aus, weil ihr habt ja seitliche Bauchmuskeln und die hier. Hier seht ihr schon die Muskeln, diese drei Typen. Bauchmuskeln würde ich wirklich also dreimal die Woche würde ich die trainieren. Ihr müsst die auch gar nicht trainieren, aber zwei bis dreimal die Woche sollte man die trainieren. Werde ich auch noch zeigen, wie man Bauch, habe ich schon gezeigt, wie man das macht, und habe auch gesagt, immer im Bereich über 20 Wiederholungen bleiben, weil ihr wollt ja keine Muskeln aufbauen, sondern nur sichtbar machen. Also dreimal die Woche vielleicht, dass man vielleicht zweimal die Woche die Hauptmuskeln trainiert und einmal die Woche auch die seitlichen, die ja hier außen liegen, ist ganz wichtig. Und ja, ich habe das jetzt nicht beschriftet, was das jetzt hier ist, hätte ich noch machen können, ne? Aber werden wir sehen. Ich denke, ihr kommt klar. So, dann die Schulter. Sehen wir hier, das ist die vordere Schulter. Hier. Und das da oben ist dann schon die mittlere Schulter. Die ist hier nicht zu sehen drauf, weil es kein 3D ist. Und hierbei würde ich sagen, die auch einmal die Woche zu trainieren. Es ist zwar ein kleiner Muskel, aber man kann in Schulter wirklich extrem schnell Fortschritte machen. Ja, ich bin immer so, ich arbeite an meinen Schwachstellen.
Und da würde ich euch empfehlen, eventuell auch die Schulter eins bis zweimal zu trainieren, je nachdem, ob ihr die jetzt extrem aufbauen wollt oder nicht. Eins bis zweimal die Woche trainieren. Mittlere und vordere Schulter kann man so gleichzeitig eigentlich trainieren mit Schulterdrücken. Werde ich auch nochmal zeigen, wie gesagt, wie das funktioniert. Jetzt kommen wir zu den Armpartien, ja, und da sind wir hier angelangt, ja. Hier sehen wir den Bizeps, ja, das ist der Muskel hier, der ist auch hier sehr schön eingezeichnet, so sieht er aus, ja. Man hat hier wieder nur, ich hab jetzt kein besseres Bild gefunden. Kann ich nochmal extra auch machen. Das ist der Bizepsmuskel hier, den ich empfehlen würde, zweimal die Woche hart zu trainieren. Das ist ein kleiner Muskel, zweimal die Woche, nicht mehr. Ja, hier sehen wir ja, ist ja auch schön drauf. So, und Trizeps, da musste ich mal auf andere Bild wieder umsteigen, ja, dass man das hier sieht. Das alles ist Trizeps, ja, dass ihr das mal seht, ja. Das alles hier, wo ich gerade mit der Maus bin, das alles ist Trizeps. Trizeps sind 2/3 vom Oberarm. Den würde ich 2 bis 3 Mal die Woche trainieren. Ja, also hier handelt es sich natürlich bei diesem Bild um einen eher untrainierten Menschen, wie man sieht. Ja, aber ja, ich würde empfehlen, wirklich 2 bis 3 Mal die Woche Trizeps und 2 Mal die Woche Bizeps. Ist so eine Sache, wo ich sage, das ist eigentlich immer positiv und immer gut. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Unterarm und da befinden wir uns hier in dem Bereich. Das gibt verschiedene Partien, ja, ich sag mal so. Wir haben ja noch den Brachialis, der liegt hier dann irgendwie. Das ist dann über dem Bizeps, der liegt zwischen Trizeps und Bizeps, den kann man jetzt hier nicht sehen. Kann man auch eigentlich auch nicht sehen, aber den könnte man auch noch trainieren, indem man Hammer Curls macht, habe ich schon mal gesagt. Und dann gibt es hier noch den Brachioralis, das ist der Unterarmmuskel. Das ist erstmal der hier. Brachioralis ist der hier, wo ich gerade mit der Maus bin, von Videoschauer aus rechten Unterarm. Ja, recht klein, aber doch fein, ja. Brachioralis ist der hier, geht aber auch noch hier in diesen Strang hier mit rein und hängt mit dem Brachialis zusammen. Und den würde ich wirklich empfehlen, einmal die Woche zu trainieren. Ihr müsst den auch gar nicht trainieren, weil indem ihr Hanteln anpackt und haltet und macht, trainiert ihr den eigentlich automatisch mit. Aber wer es nicht lassen kann und trotzdem trainieren möchte, der kann selbstverständlich da auch nochmal ein extra Training anlegen für. Der nimmt sich so Fingerhanteln, kosten nur 4, 5 Euro. Und dann geht er da hin und trainiert die zweimal die Woche bis zum Versagen. Das ist ja eine Sache, die kann man auch mal nebenbei machen, während man irgendwo rumliegt oder irgendwas macht. Schnell die Fingerhandeln in die Hand genommen, 5 Minuten bis zum Versagen in jeder Hand geknetet, ja, und dann passt es. Und dann kann man relativ schnell ein gutes Ergebnis haben. Ja, aber wer viel draußen ist, viel schleppen muss, viel arbeitet, der einen körperlich harten Job hat, der trainiert eh eigentlich den ganzen Körper mit und den Unterarm sowieso. Also da haben wir nicht die Probleme mit. Ja, das war's eigentlich schon. Falls ihr noch Fragen habt, falls es euch vielleicht ein bisschen zu unausführlich war, falls ich nochmal auf den Bizeps speziell eingehen soll, auf den Oberarm, weil es hier nicht so gut sichtbar war, muss ich zugeben. Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts Besseres gefunden. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich kann es euch gerne dann nochmal erklären, wie und wann und was da alles so dabei ist. Ich kann auch nochmal jedes Körperteil einzeln, also jede Muskelpartie nochmal einzeln behandeln. Und ja, es gilt halt immer, außer bei Bauch, dass man immer unter 15 Wiederholungen bleibt und bei Bauch halt über 20. Und ja, mehr gibt es eigentlich vorerst nicht zu sagen. Ja, falls ihr noch Fragen habt, dann sagt mir Bescheid bitte, ja. Wäre nicht schlecht, wenn ihr das macht. Dann kann ich da nämlich nochmal drauf eingehen. Wird auch bald in 10 Ways alles noch drankommen. Da könnt ihr dann reingucken, ja. Oder ihr guckt mal auf meinem alten Channel vorbei. Da habe ich vielleicht auch schon was dazu gesagt. Ich weiß es gerade nicht. Und dann könnt ihr ja gucken, wie ihr das haben möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ich euch einen Daumen nach oben vielleicht dazulassen. Unter Umständen vielleicht mal zu erzählen, was euch so am Herzen liegt, was ihr wissen möchtet. Schreibt alles in die Kommentare. Abonniert meinen Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, lasst positives Feedback da. Ich freue mich immer drüber. Und ja, chillt ein bisschen, geht ein bisschen pumpen. Euer TJ.